Ja, so ein bisschen, ne? Sind die Hormone? Nein, Quatsch. Die hat ein Problem damit, wenn man ihr keine Antworten gibt. Sie stellt eine klare Frage und bekommt keine klare Antwort. Da wäre ich auch genervt. Genau, erstmal Luft holen. Es war knapp, aber du lebst. Ach was. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ja. Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele... Das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Okay. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du verdammter Mistkerl. Das Eclipse-Netzwerk gecrashed. Ich würde um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Auf nach Sonnenfall und Zero Dawn. Ach, mal noch eine andere Sache. Du hast ja gesagt, morgen gibt es eine neue Webcam. Wie hast du vor, diese zu positionieren? Weil etwas, das mir mal so aufgefallen ist die ganze Zeit, deine Beleuchtung von vorn finde ich teils etwas hell, da die voll ins Gesicht strahlt und du glänzt. Aber das ist normal. Das ist tatsächlich normal. Ich muss mich ja von vorne ausleuchten, geht ja gar nicht anders. Ne? Und ja, also ich werde die Kamera genauso positionieren eigentlich, damit ich hier auch dieses ganze Setting hier so mitkriege und ihr die restliche Rumpelkammer hier nicht seht. Ja, aber das Glänzen ist ja völlig normal, weil ist ja auch warm. Ne? Hier laufen zwei Atomreaktoren, wenn man so will, ne? Also zwei, im schlimmsten Fall zwei Computer, ne? Und das Licht macht ja auch entsprechend, ne? So, dann gucken wir mal. Ich habe auch gar keine andere Möglichkeit, die zu positionieren. Und ich finde eigentlich, den Bildausschnitt immer ganz gut so. Okay, weiter. Ach Gott, muss ich hier hinten hin? Ja, heide Bimbam. Ja gut, dann werden wir das doch tun. Gehen wir da hin. Gehen wir da hin. Gehen wir da hin? Gehen wir da hin. So. Und ich möchte mich ja immer so hell wie möglich ausleuchten. Ja, ich verstehe das schon. Ich möchte mich aber auch immer so hell wie möglich ausleuchten, weil gerade auch die Webcam neigt dazu, also die passt immer die ISO-Werte an, die Webcam. Das heißt, je weniger hell ich mich beleuchte, umso mehr versucht die mit den ISO-Werten gegenzusteuern. Das heißt, mit dem Weißabgleich, die versucht das anzuhellen, das Bild dann, ne? Die Webcam. Das Problem ist dann, dass dann das Bild zum Bildrauschen neigt. Ne? Deswegen immer sehr ergiebig ausleuchten. Ich kann natürlich hier auch, ich sage mal, mit der, na warte mal, mache ich mal eben Pause. Ich kann hier ja auch mit dem Farbspektrum spielen, ne? Ich kann mich ja auch so ausleuchten. Oder ich kann mich so ausleuchten. Du siehst, wie die Kamera immer versucht, gegenzuarbeiten. Aber ich finde dieses warme Licht an sich immer ganz angenehm. Da sehe ich immer aus, wenn ich im Urlaub gewesen bin. Ne? Und deswegen gehe ich auch immer hin und reguliere ein bisschen mit der Helligkeit. Ich kann das Ding ja mal ganz hell machen, einfach, dass du mal den Unterschied siehst. Das wäre zum Beispiel ganz hell. Ne? Aber ich glaube, das Glänzen an sich, das kommt, glaube ich, nicht vom Licht, das kommt einfach daher, weil mir warm ist.
Also ich habe hier wirklich immer den Schweiß auf der Stirn stehen, ne? Also ganz normal. So, okay. So, dann gehen wir mal weiter hier. Wann strahle ich mehr? Die Sache ist die, du siehst ja, wenn ich jetzt das Licht runterdrehe, ich sag mal, ich drehe jetzt mal die Helligkeit runter. Warte mal, ich versuch's nochmal. So, jetzt ist zwar dunkler, ja, jetzt ist dunkler, aber die Kamera versucht halt mit den ISO-Werten dagegen zu arbeiten und dann bekommt man teilweise echtes Bildrauschen, ne? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Da dachte ich halt, dass ein Licht sich zu sehr, erwärmt. Möchte ja nicht, dass da ein war. Nein, da keine Sorge. Da mach dir mal gar keine Sorgen. So. Ne, ich möchte halt gucken, dass ich mich möglichst, also so hell wie möglich und ne, so viel wie so viel wie nötig und so wenig wie möglich mich halt entsprechend hier ausleuchte. Und es kommt natürlich, das Licht kommt natürlich frontal von vorne, das ist klar. Ja. Ist halt kein Fernsehstudio. Ja, gerade habe ich mehr. Ja, logisch, weil ja das, da wird ja auch mehr dann reflektiert. Ne? Deswegen, und das ist ja schon so, kann ich dir sagen, ist das Licht tatsächlich auf. Ich sag mal, nicht mal 10% Stärke, was ich jetzt anhabe, an Licht. Das sind keine 10% Lichtstärke, die ich anhabe. Na, also da gibt es, geht's noch schlimmer. Ich kann natürlich ein bisschen noch versuchen, was. So, das sind jetzt 10%. Das ist 10% Lichtintensität. So, ich kann natürlich hier jetzt auch auf zum Beispiel hier 7 und so zurück, aber dann arbeitet die Kamera dagegen. Und dann neigt das Bild halt zum Bildrauschen. Das ist halt, ja. Da muss ich mal gucken, wie das die neue Kamera macht, weil die ja ein bisschen hochwertiger ist. Wie gesagt, das ist ja eine richtige Systemkamera, die ich dann da verbaue. Und das ist ja hier, ich sag mal, in Anführungszeichen eine einfache Webcam. Ne? Das ist ja das ist ja nur im Prinzip eine Logitech, eine C920. Ich habe mir nur Gedanken um dein Frauchen gemacht. Nicht, dass ich Vorurteile habe oder so. Nein, das hätte ich auch nicht gedacht. So. Oh, ich kriege Gesundheit. Kein Platz. Na schön. Aber ich könnte das Ding ja mal eben einschmeißen. Zack. Und jetzt haben wir Platz. So. Alles drin? Alles drin und dran. Okay. Dann nur mal gucken. Kann man auch nicht haben als Kölner. Wie, du bist Kölner? Okay. Ach Gott, da sind sie schon wieder. Ich komme hier nur aus dem Gebüsch raus, dann sind sie schon wieder da. Was sind das hier für welche denn? Ach, das sind wieder diese Dickbäuche. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Ah, Köln. Ja, in Köln, ach, das habe ich, da habe ich auch schöne Zeit gehabt. Da habe ich mal 2 Jahre gearbeitet. Habe ich 2 Jahre gearbeitet in der Militäringstraße und jetzt rate mal wo.
Wie, was für Unternehmen gibt es an der Militärringstraße? Steht BW dran, ne? Wenn es das immer noch da ist. Es sei denn, die sind inzwischen irgendwo nach Bonn umgezogen oder so. Ah, da habe ich, da bin ich jedes, da bin ich jeden Tag, bin ich mit ein paar Kameraden da gependelt von hier aus. Das waren 138 Kilometer hin und 138 Kilometer wieder zurück. Das war dann schon recht nett, 2 Jahre lang. Und natürlich habe ich in der Zeit auch reichlich Karneval mitgenommen. Ja, genau. Ganz genau. Ach, das ist da, wo die wieder am Kämpfen sind hier. Die Flitzpiepen. So, da ist auch noch ein Lagerfeuer. Dann kannst du ja auch bestimmt die Lüttich-Kaserne. Lüttich-Kaserne, da war ja die Stammdienststelle der Bundeswehr, ne? Und da war ich, ja. Da bist du raufgefahren, da bist du in das Tor reingefahren und dann hast du, bist du direkt auf so ein U-förmiges Gebäude zugegangen. Riesengroß. Stammdienststelle der Bundeswehr. SDBW. So. Sonnenfall. Der Sommerpalast des verrückten Königs Jiran. Ein Bollwerk der Kaja-Macht gegen den verbotenen Westen. Danke für die Geschichtsstunde. Alles klar. Aber Sie haben keine Ahnung, was sich darunter befindet. Wir werden hier viel erfahren können, Aloy. Genau das hoffe ich. So, Schnellspeicherung. So, dann brauche ich nicht immer durch diese Gegend dadurch, ne, hier. Wo die hier am Kämpfen sind. Hier ist noch eine verdorbene Zone. Nennt mir die Zonen, die Zonen, die Zonen. Nennt mir die Zonen der offenen See. Genau, steh mal still. Bist du Männlein oder Weiblein? Ah, ne, Männlein. Sah ein bisschen weiblich aus. Oh, ich brauche eigentlich nichts. Aber ich könnte was verkaufen, ne? Ich kann bestimmt etwas verkaufen. Verwüster, Geschäfte mit Händlern? Natürlich. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Alles weg damit. Alles, was wir nicht brauchen. Weg damit! Wie viele Metallscherben habe ich jetzt? Oh, okay. Der Sonnenring. Eine stolze Tradition der Kaja. In Meridian ist es nicht so. Zumindest nicht mehr. Die Wingzeit. Ich bin sicher, sie vermissen es. Okay. Ach, ich will mal darauf gehen. So, ich wollte mal gucken, wie viel von diesen Dingern habe ich denn. Da, 10.000 Scherben. Okay, Fähigkeiten. Ich habe noch 2 Fähigkeitspunkte, die ich verbraten kann. Kampfüberbrückung verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt ist, um 50%. Beim Zielen während des Springens oder Rutschen verlangsamt sich die Zeit. Verwendet beim Balancieren seinen Fernkampfwaffen. Da komme ich auch rein.
Was ist das hier? Fallen entschärfen ist uninteressant. Was haben wir hier? Erhöht die Reitmaschinengesundheit und Reparaturgeschwindigkeit. Okay. Schempel, das ist eine Modifikation. 50% ihrer Metallschirmwert ist okay. Nö. Wo muss ich denn lang? Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Na denn. Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Und einstweilen, zieh dich um. Kopfgelder erfahren, ein neuer Soldat hat mir heute meine Mission. Was ist das? Ah, Projekt Zero Dawn Anlage. Okay. Zero Dawn. Und einen der ihren suchen. Könnte sich auszahlen. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, eher Gefangener als König, nicht wahr? Mhm. Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Vanasha. Oh, Vanasha. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Das erste Mal in der Zitadelle, du musst den Sonnenring sehen. Aber die Falken... Was war das hier? Verräterkopfgeld. Was ist denn hier drin? So. Lass mal sehen. Nebenquests. Rede mit Vanasha. Oh, das kann ich aber machen. Sie wollen, dass wir ihn sehen. Er ist ziemlich beeindruckt. Quatsch von einer Waffenruhe an der Nase herumführen. Das ist doch verrückt. Gar nichts wird vergehen. Wohl kaum. Sie werden mich sehen. Du unterschätzt, wie leicht die Leute das Offensichtliche übersehen. Ja, das ist so. Wenn du etwas verstecken willst, dann tu es möglichst öffentlich, ne? Waffenruhe hin oder her, meine Familie verhungert. Avad wird sich irgendwann dafür verantworten müssen. Ich hoffe doch, dass du zumindest so tun kannst, als würdest du deine Vorgesetzten. Finde ich interessant. Die Aufzeichnung, also das, was ich hier in Streamlabs sehe, mit was von der Capture Card kommt, ist viel farbintensiver als das, was ich hier sehe. Aber ich mag es eher ein bisschen blasser und nicht so überzeichnet. Aber gut, warum nicht? Diese Waffenruhe so. Wird doch unser Exil nur verlängert. Stellt sich die Frage, wie komme ich da jetzt hin zu der Dame? Ah, hier. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich hab's eilig. Kaja. Karja. Alles, was du hast, das wird niemals reichen. Ich rede mal mit Vanasha, mal sehen, was sie zu vermelden hat. Das Essen ist von der Königswitwe Nasadi, Kinder. Ihre Hoheit hilft sehr gern, denn die Zeiten sind hart. Esst. Das bestimmt sie selber. Aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt.
Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schattenkaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Flüstern der Vernunft in diesem Loch des Wahnsinns bin. Mein Gott. Ich kenne das Gefühl. Das glaube ich dir. Hi. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schattenkaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht. Und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Selbstverständlich. Ich helfe ihm. Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach 3 toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Was hält die Fremden davon ab, ihre Bezahlung zu nehmen und uns zu verraten? Begib dich zu den 3 toten Bäumen. Na schön. Kann ich da irgendwo... Ah, guck mal, da habe ich sogar eine Schnellreise. Yay! Jetzt geht's ab da. Dann retten wir ihn mal. Der Retter mit dem... der Rächer mit dem Becher. So. Ja. Schnell weg. Hier sind die 3 toten Bäume. Was soll ich hier tun? 3 tote Bäume. Wie Vanasha gesagt hat. Mal sehen, ob Uthid hier durchgekommen ist. Diese Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss der Grünsteig sein. So. Na guck mal, das nehmen wir auch noch mit hier. Ach. Sind doch nur Läufer. Ja, aber... Schon wieder. Ich will auch keinen Stress mit den Tierchen haben. Oh, da ist ja schon wieder einer. Das hört sich hier so... Aber ist echt interessant, ne? Wenn ich dann so sehe, was hier so in Streamlabs, was hier die Capture Card liefert von der PlayZ, ne? Ist das viel farbintensiver als das, was ich auf dem Bildschirm sehe. Klar, weil ich den Bildschirm wahrscheinlich mit der Farbintensität etwas runtergeschraubt habe, weil ich persönlich mag das Bild lieber immer ein bisschen blasser. Die Fußspuren enden hier. Jetzt wird geklettert. Ich mag es lieber ein bisschen blasser als zu viel Farbe. So. Jetzt kommen bestimmt gleich wieder diese ekelhaften Vögel, ne? Aber du sagtest ja, die Vögel am besten mit den Feuerpfeilen, ne? So. Da ist eine Brutstätte. Die ist abgeschlossen. Okay. Okay, geschafft. Wohin bist du gegangen, Uthid? Das ist eine verdammt gute Frage. Da befragen wir mal unseren Fokus. Wie gut ist dein Wissensstand über USB-Dongle bei Nutzung eines Headsets für die PlayStation? Okay. Bei Nutzung... eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich so die... Essensreste. Ich wette, Uthid hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm niemand folgt.
Ich habe die PlayStation eigentlich noch nie so mit Headset benutzt. Also auch wenn ich es im Wohnzimmer spiele, dann habe ich immer meine 5.1-Anlage da dran, also mein Bose-System. Aber, ja. Ich weiß nicht, das müsste man doch eigentlich rauskriegen. Meinst du das für die PlayStation 5 oder 4? Weil für die PlayStation 5 bietet ja Sony extra ein Headset an, ne? Irgendwie muss das ja funktionieren, ne? Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen. So. Spur. So, da geht's weiter. Hey, guck mal, hier ist schon wieder kalt, ey. Mein Gott. Eine tote Maschine. Uthet hat gejagt. Alles Nützliche wurde entfernt. Mhm. Uthet hat Teile gesammelt. Vermutlich für Munition. Oh, Blitzer habe ich da. Auf der Suche nach Essbarem. Was hat er denn für einen Vogel hier? Notizbuch. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Irgendwie sehe ich sie nicht. Habe ich sie noch nicht, habe ich sie noch nicht gescannt? Alter. Ich habe hier heute den Controller gekauft und der hat einen USB-Dongle und ich will das Ding nicht vorne dran stecken und mein Gaming-Headset läuft auch über einen USB-Dongle. Aber auch das soll nicht vorne dran hängen. Jetzt war meine Frage eigentlich, das Mikro, worüber wird das gesteuert? Über den Dongle? Ja, das ist eine gute Frage. Moment, dein Gaming-Headset? Ja klar, also über den Dongle. Ja gut, wenn das Mikrofon da... Ja, das wird auch über den USB gehen. Ne? Wenn du kein Kabel, wenn du kein Kabel vom Headset zur PlayStation ziehst, dann wird das ja auch über diesen USB-Dongle gehen, ne? Kann der nicht mal landen? Oh, ey. Und du siehst die auch so schlecht, ne? Auch erledigt. Wie keine Munition mehr. So. Wohin ist
schreibst du? Ein Kabel in Form eines Lichtleiterskabels ist an der